So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich hatte es ja letztes Mal angekündigt, dass ich das Playmobil Mobile More Magazin Nummer 2 für 4,50 Euro auch mir besorge. Wegen dieser Figur. Und nicht wegen der limitierten Karte, obwohl ich ein Fan bin der limitierten Karten. Das wisst ihr ja. Aber Playmobil Boosterkarten, bin ich nur nicht mit warm geworden, weil es... Die limitierten Karten, naja, sind schöne Motive, aber die Figur, die hat es mir angetan, die wollte ich unbedingt haben und euch zeigen. Also wie gesagt, das ist das Magazin Nummer 2 für 4,50 Euro. Die Figur, na, kommen wir natürlich gleich zu, aber erstmal den Silikonkleber abrollen. Und es klebt wieder überall die Tüten da, wo sie nicht sollen. Und es sind ja die guten Tüten, wie bei Playmobil und Lego, die man aufmachen kann, präsentieren kann, mitspielen kann, reinpacken, immer original verpackt. Dann die limitierte Karte. Das ist die LE4. Sieht witzig aus. Muss man ja echt lassen. Hat auch irgendwas. Und dann natürlich das Magazin. Das Magazin Nummer 2. Und da blättern wir jetzt mal drin rum. Und ja, den hatten wir ja letztes Mal in Magazin Nummer 1. Den haben wir jetzt. Da bin ich echt gespannt jetzt gleich, wer in Magazin Nummer 3 drin ist. Hauptsächlich das lohnt, weiterhin zu sammeln, die Magazine wegen die Figuren. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin kein Playmobil-Fan. Aber wenn so die ein oder anderen Figuren ich gerne euch zeigen möchte, dann mache ich das, die mir auch interessant erscheinen. Alles andere, nein. Aber viele wissen das ja von euch, dass ich nicht so der Playmobil-Fan bin. Eher der kleinen bunten Bausteine, nämlich Lego. Aber die Comicbeilage ist sehr gut, muss man sagen. Habe ich ja Heft 1, habe ich durch. Magazin. Hier ist die Figur. Ich bin gleich echt gespannt. Die sieht ja so richtig gut aus mit den Flügeln. Ja, das scheint der Schurke zu sein. Der Seefahrer. Dann habt ihr hier Spielespaß. Comic geht natürlich weiter. Weiter, weiter. Die limitierten Karten. Rätsel. Und Spielespaß. Merchandising. Jetzt kommen wir zur letzten Seite. Was ist nächste Mal drin? Und es ist wieder ein Ritter. Und die limitierte Karte ist ganz klar. So, jetzt muss ich aber ehrlich gestehen. Die Nummer 1 war auch ein Ritter drin. Habe ich angeboxt das Video, weil es ein neues Magazin ist. Vielleicht kannte das der ein oder andere nicht. Magazin Nummer 2 mache ich wegen die Figur. Der Ritter im Magazin Nummer 3. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es anboxe. Aber wenn ihr natürlich Spaß an Playmobil habt, solltet ihr euch das holen, ne? Weil da ist ein Ritter drin, der vielleicht zu gebrauchen ist. Für mich nicht, gebe ich ehrlich zu. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt diese Figur euch. Wenn diese Figur drin ist, dann würde ich sie mir wahrscheinlich wieder. Oder ein Harlekin. Dann würde ich mir die Magazine wiederholen und euch präsentieren. Ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu die Playmobil Mobile More Figur mit den Flügeln, die ich so interessant fand. Ah, ich bin echt gespannt. Aber nichtsdestotrotz schreibt ihr mir alles in die Kommentare, wie ihr die neue Playmobil-Serie findet. Habt ihr davon schon welche? Spielt ihr damit? Und, das alles sollt ihr, könnt ihr für mich und alle anderen natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und, oh, sehr viele Zeile muss man ja lassen. Tütchen leer. So, jetzt haben wir natürlich hier, ja, der Handschuh mit den langen Fingern, Wolverine. Sieht schon richtig interessant. Auch der Druck ist nicht schlecht, muss man echt sagen.
Muss man wirklich sagen. An sich die Figur. Schön detaillastig, wie man so schön sagt. Es ist wirklich eine schöne Figur. Das Messer vorne rein. Der Speer. Dann kommt der Helm noch auf. Witzig. Und jetzt die zwei Flügel da dran. Die werden also so dran geklickt. So, das wusste ich nicht, wie die aufgebaut sind. Deswegen, ich fand die Figur trotzdem interessant. So, jetzt müsste natürlich die richtige Seite haben. Das müsste dann so rum. Ist aber ein wenig schwer reinzukriegen. Mal die andere Seite probieren oder kommt der so rum? Ah, so rum geht es leichter. Hat mich mit der Seite vertan. Dann kommt der Flügel nach vorne hingebogen. Und ich dachte zurück. Nein, das war ein Fehler jetzt von mir. Dann geht es da, dann geht es viel einfacher. Kann man natürlich verstellen. So sieht er dann von vorne aus. Dann auseinander. So, ich muss sagen, die Figur an sich, die hat was. Ist interessant. Wer natürlich mit Playmobil spielt, ist das eine richtig coole Figur. Meine persönliche Meinung. Aber ihr schreibt mir natürlich eure Meinung. Wie findet ihr die Figur? Was haltet ihr davon? Habt ihr Movil More Playmobil Spielzeug? Ist das in die Figur in irgendein Set drin? Oder müsst ihr dann immer die Magazine euch kaufen? Ich weiß es wirklich nicht. Aber das schreibt ihr mir ja jetzt alles in die Kommentare. Für mich und alle anderen natürlich. Und ich finde die Figur doch interessant, obwohl es Playmobil ist. Aber ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr das Magazin? Habt ihr es schon? Wollt ihr euch das gönnen? Habt ihr Movil More Spielzeug von Playmobil? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren für mich und alle anderen. Und ich versuche natürlich unter ein Video zu verlinken von die neue Playmobil Spieleset. Sicher und bequem ist es auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber das nächste Video wird leider auch ein Playmobil-Magazin. Warum leider? Ich finde es interessant. Und zwar das Playmobil Draggles-Magazin gibt es jetzt auch. Auch die Nummer 1. Auch eine coole Figur drin, habe ich gesehen. Deswegen habe ich es mir gleich mitgebracht. Aber nichtsdestotrotz, darüber schreibt ihr mir jetzt also in die Kommentare, wo davon was sicher und bequem zu bestellen ist. Wisst ihr, verlinke ich unter dem Video. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Und ich sage wie immer, bleibt gesund, guckt hin und schaut zu.